Tag 11 war das jetzt, glaube ich, oder? Tag 12. Verliere nicht mehr als 6 Pflanzen. Oh, oh. Okay, hier sind Dinos. Veteranodon. Das war der Stegosaurus und Raptor. Wir haben normalen Zombie, Pylon-Zombie, Eimer-Zombie und den Triceratops, Helm, Schädel, Helm, Knochen-Zombie, irgendwie sowas. Ein Wicht und den Gargantua. Die Urze, Sonnenblume haben wir noch nicht, oder? Nein. Da würde ich bei der Sonnenblume bleiben. Bei der Doppelsonnenblume. Den Eisbergsalat kann ich nicht nehmen. Das ist blöd. Ich würde gerne den Lauersellerie mitnehmen. Die Urzeitwalnuss. Parfümpilz. Knoblauch wäre hier auch interessant. Man könnte nämlich den Knoblauch da, wo ein Dinosaurier ist, einfach nach vorne tun, damit sie in andere reingehen, wo dann hoffentlich kein Dinosaurier ist. Blöd ist dann natürlich, wenn hier ein Dinosaurier ist, ich mache den Knoblauch, dann ist der Dinosaurier weg, da kommt einer und dann gehen die halt hierher. Wäre natürlich blöd. So, Parfüm. Oh mein Gott, ich darf den aber auch nur maximal 5-mal benutzen. Der verschwindet ja dann. Und das gilt, glaube ich, als Verlierer. Oder müssen sie wirklich gefressen werden? Das ist eine interessante Frage. Ich will auch gerne die Erbsen. Zählt, wenn die Intensivkarotte gefressene Pflanzen wiederbelebt, erhöht das den Timer dann wieder? Also den Zähler, den Counter? Das ist natürlich auch wieder eine sehr interessante Frage. Das ist natürlich mit den Gigantus blöd, aber ich mach's trotzdem. Ne, Moment mal, da habe ich ja den Lauersellerie für. Die schließen sich ja irgendwie ein bisschen aus, finde ich. Sporenpilz ist auch blöd an der Stelle. Dann machen wir noch. Wisst ihr was? Wir machen mal den Triplinator. Und die Kirschbombe für den Notfall. Wobei die Nutzung von Parfümpilz wird als Verlust einer Pflanze für diese Level gezählt. Fortfahren. Ich dachte es mir. Mal sehen, wie weit wir kommen. Sehr schön. Und ausgerechnet da ist jetzt nichts, kein blauer Sellerie platziert worden. Zack. Sehr schön, jetzt haben wir in jeder Reihe ein blauer Sellerie mindestens. So, hier ist jetzt ein Veteranodon, aber der blauer Sellerie macht unsere Arbeit, finde ich. Das finde ich sehr gut. Da ist jetzt ein ein Raptor. Nicht gut. Das zählt als Verlust. Ja, leider. Schade. So, jetzt würde ich den Triplinator ansetzen. Oder noch ein Lauersellerie hier. So, ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Yes. Das ist auch ein
bisschen blöd. Ist der jetzt Stein? Ja, cool. Oh nein. Ich wusste nicht, dass der auch den Lauersellerie platt macht. Ich dachte, der würde einfach drüber gehen. Mist, erneut versuchen. Ja. Pech. Dann machen wir es jetzt ein bisschen anders. Parfümpilz weg, Intensivkarotte weg, dich weg, dich weg, wir nehmen dich mit, wir nehmen dich mit. Ja, das war's eigentlich. Wir nehmen dich doch mal mit. Ich hoffe, das zählt dann nicht. Und dann... Ja. Weiß ich nicht. Der Pustepilz traue ich mich nicht, der ist da wahrscheinlich auch hinüber. Wie wär's mit dem Cola-Pult einfach noch? Los geht's. So, mal sehen. Was das wird. So, jetzt kommt hier der nächste. Ich habe leider ein bisschen Pech. Ich muss ihn hier platzieren. So, jetzt habe ich ein bisschen viel Pech. Ein bisschen sehr viel Pech. Das ist schlecht. Ja. Okay, den wollte ich jetzt eigentlich nicht hier platzieren, aber egal. Das ist eigentlich schon was gestorben, nein. Das ist wiederum gut, wenn da noch nichts gestorben ist. So, wir machen jetzt ein bisschen... So, du kommst weg, ich brauche die Sonnen. Irgendwas wurde gefressen. Ich sag mal, hat der jetzt etwa... Wow. So, du bist dort hin, dann kann der nämlich weg. Zugunsten eines Cornerpultes. Und dann... Wieso hatte ich mir das jetzt nicht gedacht? Nur noch drei Pflanzen übrig. Hier. Wow. Okay, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd ist das. Die Intensivkarotte zieht auch als ein Verlust und belebt zwar eine Pflanze wieder, aber... Oh. Das Problem ist...
Das war es dann auch schon. Wieso fehlt da das Cornerpult plötzlich? So, dann meldet sich der Bluesticks wieder. Das sollte aber jetzt reichen, also. Welch ein Glück. Oh, der ist weg. Nur noch der hier unten. Sehr schön. Oh, geschafft. Null übrig. Also das mit der Intensivkarotte war ein Schuss in den Ofen. Das ging nach hinten los. Aber trotzdem geschafft. Gott sei Dank. Noch 5 Level bis zur Uhrzeitsonnenblume. Wir kriegen 100 Münzen. 4 Samenpäckchen für die Uhrzeitsonnenblume. Und 4 Samenpäckchen für die Uhrzeitwalnuss. Schön. Zinngarten. Wir haben jetzt noch die fette Beete und die Hochwalnuss. Da bekommen wir die Stinkeblüte und der Stinkepilz. Interessant, Stinkeblüte und Stinkpilz. Gut. Dann Tag 13. Das wird wieder ein bisschen einfacher, auch wenn da Dinosaurier sind, aber nur die beiden, nicht der Pteranodon. Ich glaube, ich möchte die fette Beete benutzen. Dann mache ich jetzt den Lauersellerie, der funktioniert hier. Parfümpilz, fette Beete. Was noch? Cornerpult? Oh, nehmen wir noch die Uhrzeiterbsenkanone und die Uhrzeitwalnuss mit. Los geht's. Hätten wir vielleicht den Eisbergsalat mitnehmen sollen. Der verschafft uns doch immer so schön Zeit. Oh halt. Ist er jetzt für uns? Ich glaube, er ist für uns. Ja, sehr schön. Finde ich toll. Bräuchte ich hier noch einen Lauersellerie für den da. Und die da müssten wieder alle sterben. Ja! Oh, jetzt ist er weg. Ich nehme... Oh, ich nehme den hier. Wo bist du? Jetzt bräuchte ich hier ganz schnell Sonnen. Ganz schnell! Noch mehr, noch mehr, noch mehr! Noch mehr! Noch mehr Sonnen, noch mehr Sonnen! Puh.
war das knapp. So, ich bräuchte mal den Parfümpilz. Dann holen wir uns mal einen Raptor. Oh nein, 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 nein. Das warst du nicht. Mist, er hat's gemacht. So, Doppelsonnenblumen. Ich finde das schön. Hier sind die beiden für uns und... okay, der ist wieder weg. Nur der ist noch nicht für uns. Aber den holen wir uns jetzt. Toll, jetzt ist er weg. So, jetzt machen wir noch über einen Lauersellerie hin. Ah, das sind eh die letzten. Na dann geht's ja. Fertig. Gut. Zengarten. Wir kriegen eine Ringerblume. Sehr schön. Die Hochwollnuss haben wir noch. Den würde ich dann jetzt gerne benutzen wollen. Mal sehen, was für ein Level uns erwartet. Mit den vorgegebenen Pflanzen. Okay, keine Hochwollnuss, außer wir kriegen sie. Sonnenpilz, Parfümpilz, oh, Traubenschuss. Eisbergsalat ist auch sehr schön. Ja, lauter schöne Pflanzen haben wir hier. Du wartest. Du hast Eiszeit. Nicht Auszeit, sondern Eiszeit. Ich finde das lustig. Die sind für den Notfall, die für Dinos, die zum Zeitverschaffen und die hier wird unsere eigentliche Verteidigung. Aber ich warte damit noch. Der schießt ja dann sowieso die weg. Das heißt, er kann auch ruhig noch ein bisschen näher kommen. Okay, jetzt machen wir mal... oh. Du gehörst uns. Du kommst weg. Eventuell bräuchte ich gleich einen Traubenschuss. Ich glaube, ich nehme mal einen. Mist. Ich bräuchte noch eine Sonne. Das war knapp. Ihr bleibt. Oh nein, da ist noch einer. Na toll. Ich brauche ganz dringend den Traubenschuss. So, jetzt haben wir dich. Das ist auch sehr schön. Oh nein, da ist ein Raptor aufgetaucht. Mist. Der gehört jetzt uns. Und jetzt bräuchte ich noch eine Sonne für den Traubenschuss. Oh, natürlich fressen sie uns noch den Sonnenpuls auf. Mist. Du bleibst hinten. Der Raptor versucht ihn zu schubsen und dann ist er aber doch nicht gegangen. Finde ich lustig. So, du gehst uns.
Du bleibst da vorne. Das ist eh der letzte, oder? Weg mit dir. Sehr schön. So. Ein paar Zombies haben wir in die Luft gejagt. Nur noch 13 müssen wir machen. Wir kriegen 100 Münzen. 4 Samenpäckchen für die Sonne. Moment mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist doch ein Fehler, oder? Ach nee, das ist nur falsch ausgeschnitten. Ach so. Ich dachte, dass die wäre irgendwie nicht richtig gerendert. Egal, 4 Samenpäckchen für den Parfümpilz. Sein Garten. Nichts. Okay. Keine Biene.